Herzlich willkommen bei Mensch, Entwicklung, Zukunft, dem Talk im Stadtpalais. Seit über 2 Jahren schon befasst sich die Mahle Stiftung in dieser Reihe mit den prägenden Entwicklungen in Wissenschaft und Gesellschaft. Erst mit sehr gut besuchten Vorträgen, aber seit die Pandemie die Publikumsbeteiligung unmöglich gemacht hat, als Gesprächsreihe im Internet. Unsere ersten beiden Talks über die Geschichte der Juden in Stuttgart mit dem langjährigen württembergischen Landesrabbiner Dr. Joel Berger und über Stuttgart als Hochburg des medizinischen Pluralismus im 20. Jahrhundert mit Professor Dr. Dr. Robert Jüte können Sie jederzeit im Internet anschauen, auf YouTube oder direkt über den Link der Mahle Stiftung auf ihrer Webseite. Bisher ging es bei uns vor allem um Vergangenheit und Gegenwart, aber ab sofort geht es um die Gestaltung unserer Zukunft in diesen schwierigen Zeiten, in der Zeit von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, von Klimawandel und vielen, vielen anderen Problemen. Und deshalb fragen wir heute, welches Denken führt in die Zukunft? Wie können wir die großen Probleme unserer Zeit in den Griff bekommen? Sind wir mit unserem Denken überhaupt in der Lage, solche Probleme wie den Klimawandel zu erfassen? Fällt es uns vielleicht auch gerade deshalb so schwer, angemessen zu reagieren? Wie können wir unser Denken ändern? Die schwäbischen Intellektuellen um 1800 haben uns gelehrt, dass Philosophie ein Schlüssel zu Kultur, zu Technik und zu einer gelingenden Lebensgestaltung ist. Wie können wir 200 Jahre später diese Ideen wieder aufgreifen und so verwandeln, dass sie neue Relevanz und Kraft gewinnen und uns helfen, die Zukunft erfolgreich zu gestalten? Das sagt uns heute der Philosoph Professor Dr. Harald Schwetzer von der Kuser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, zugleich Professor für Philosophie an der Hochschule Biberach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit uns über dieses spannende und wichtige Thema sprechen. Aber jetzt muss ich gleich am Anfang noch mal fragen, ist es denn tatsächlich so? Stimmt die Annahme, überfordern die Probleme unserer Zeit tatsächlich unsere Art zu denken, Dinge zu erfassen? Naja, zweifellos, das würde ich schon sagen. Also schauen Sie, man kann einfach vielleicht als schlichten Satz erstmal prägen, Krisen sind Zeichen von Überforderung. Und Krisen haben wir nun nicht gerade nur heute, sondern die haben wir irgendwie schon eine ganze Zeit. Und an einer Krise, da merken Sie immer, es sind eigentlich zwei Sachen dann. Da funktioniert was nicht, was sonst funktioniert hat. Also die Gewohnheiten stimmen irgendwie nicht mehr. Man kann das nicht mehr so regeln, wie man es sonst schon immer geregelt hat. Und man weiß nicht, wie man es anders machen soll. Und das Zweite wird interessant. Wenn man dann nämlich wirklich nicht mehr weiß, wie es geht. Also eine herausfordernde Situation ist ja mal ganz lustig. Also da kann man ja schon was mitmachen. Aber wenn man jetzt wirklich merkt, so geht es irgendwie nicht mehr, dann rutscht man ja doch in was hinein, was dann wirklich eine Form von Überforderung ist. Und wenn Sie jetzt in die Breite einfach mal nur gesellschaftlich schauen, in ganz unterschiedliche Gegenden sozusagen, dann werden Sie genau merken, dass wir an ganz vielen Stellen genau solche Überforderungen und Krisen irgendwie haben. Von der Automobilindustrie könnte man reden, wir könnten über Demokratieverdrossenheit reden. Wir könnten über Kriege und Terror reden, über den Werteverlust. Also in ganz viele Bereiche, wo auch immer Sie sich hinschauen, ist das der Fall. Und das ist eigentlich was, wo man dann merkt, es liegt eigentlich noch etwas anderes dahinter. Denn es sind so viele Krisenformen, dass man irgendwie den Eindruck hat, naja, es ist nicht nur hier, wie es brennt oder da, wie es brennt, sondern eigentlich ist es eine Krise dessen, was wir mindestens mitteleuropäisch als unser Menschsein empfinden und kultiviert haben. So wie wir uns bisher verstanden haben und so wie wir bisher gehandelt haben als Menschen, so kann es irgendwie nicht mehr weitergehen. Und dass diese Frage nach wie einer neuen Erfindung dessen, was wir sind, das ist irgendwie eine Grundvoraussetzung. Aber wir haben doch ganz viele Antworten eigentlich auf das, was uns beschäftigt. Es gibt tausende Antworten auf den Klimawandel zum Beispiel. Ja, genau. Es gibt auch ganz viele Antworten darauf, wie klug es ist, nicht mehr zu rauchen. Oder muss ich jetzt was anderes sagen, was konformer ist in die Kamera. Also jedenfalls ist doch ein ganz klares Ding. Antworten sind noch lange keine Handlungen. Ja, wir wissen ziemlich gut, was so geht. Und die Halbwertszeit von guten Vorsätzen, wir sind ja kurz nach Lichtmess, also das Jahr hat noch nicht so lange angefangen, wir können das schon proben, die Halbwertszeit von guten Vorsätzen im neuen Jahr ist wahrscheinlich schon ziemlich verstrichen.
Also man bemerkt jetzt gleichsam schon, das, was wir uns vornehmen, wo wir wissen, wir müssten das ändern, dass wir das in der Handlung kriegen, das ist ja nun wirklich gar nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, der zweite große Punkt, um den es hier geht. Also auf der einen Seite Krise als Verunsicherung, wie kommen wir klar? Und auf der anderen Seite die Frage, wie kommen wir zu einem Denken, was in der Lage ist, dass es die Einsichten auch umsetzt. Denn da haben wir zumindest den Eindruck in unserem normalen Denken, dass Denken etwas anderes wäre als andere Tätigkeiten. Also wenn ich einen Besen nehme und ich fege das hier einmal durch, dann sind die Krümel weg. Wenn ich denke und ich habe eine Einsicht, dann ist scheinbar noch gar nichts getan. Eigentlich müssten wir ein Denken kultivieren, was wie ein Besen funktioniert. Das muss bis in die Realität durch und die Krümel müssen weg. Aber trotzdem, erklären Sie noch mal, woran machen Sie das fest, dass wir mit unserem Denken überfordert sind? Weil die Menschheit weiß ja, zumindest vordergründig, so viel wie noch nie in ihrer Geschichte. Ja, ja, also viel Wissen ist eine hübsche Sache, aber auch das überfordert meistens ja, was das Handeln angeht, nicht wahr? Man weiß dann schon gar nicht mehr, was man tun soll. Aber man kann ja auf bestimmte Dinge gucken. Also nehmen wir beispielsweise den Klimawandel, um das anzugucken. Seit mehr als 50 Jahren, ich erinnere an den Club of Rome, seit mehr als 50 Jahren wissen wir, hier sind jetzt Dinge zu tun. Wir wissen auch ungefähr, was wir tun müssen. Und ich sage jetzt ungefähr, weil wir unterschiedliche Bereiche haben. Es gibt welche, in denen wissen wir es noch nicht, weder technisch noch gesellschaftlich. Andere hingegen wissen wir. Und wir sind ganz klar mit einer Sorte Nichtwissen, einer Sorte Wissen beschäftigt. Und alle sind sich eigentlich immer einig, es passiert viel zu wenig. Also in beiden Bereichen, sowohl in dem Nichtwissenden wie auch in dem Wissenden und nicht umsetzen, bleibt das Denken unverbindlich. Liegt es auch daran, wie der Soziologe Harald Welzer gerade gesagt hat, dass wir nicht in der Lage sind, in die Zukunft zu denken, in unseren komplexen Gesellschaften, weil uns die Gegenwart schon so überfordert? Ja, das ist natürlich eine Frage. Also Komplexität ist sicherlich ein Gebot, eine Aufgabe der Stunde. Ich habe aber eher den Eindruck, dass es noch an ganz konkreten Dingen gleichsam wie mangelt. Es gibt ja Sachen, die uns wirklich überfordern. Es gibt aber andere, die denken wir dann auch gar nicht zu Ende. Also ich habe relativ, um bei der Klimakrise zu bleiben, relativ häufig den Satz gehört, dass im letzten Jahr dank der Pandemie so wenig Flugzeuge geflogen sind und es wäre doch wunderbar gewesen fürs Klima. Jetzt können Sie mal den UN-Report zum Klima nachlesen vom letzten Jahr. Und dann werden Sie finden, dass das im Grunde genommen fast nichts gemacht hat und dass der gesparte CO2-Ausstoß viel weniger ist als der, den wir allein durch die Handys verbrauchen. Und wenn man jetzt nur einmal noch kurz hochrechnet, was wir stattdessen, mindestens in unseren Berufen, an zusätzlichen Konferenzen auf Zoom und dergleichen haben, was wir für Serverleistungen auch in der Wirtschaft gebraucht haben, dann wird klar, das ist ein völlig zu kurz gegriffener Satz. Wenn ich abstrakt sage, weniger fliegen ist gut fürs Klima, dann stimmt das. Wenn ich aber den Satz sage und hintenrum das so kompensiere, dass ich Dinge mache, die noch mehr verursachen, dann ist zwar richtig, dass weniger geflogen ist, aber ich muss die Folgen doch konkret mitdenken und dann sieht man schon, wie es daneben gegangen ist. Das heißt, unser Denken, so dieses Wenn-Dann-Denken, wie wir es eigentlich beherrschen, das reicht nicht, um das zu erfassen. Ja, es ist eine Frage nicht nur des Wenn-Dann, sondern wirklich auch eine Frage danach, mit dem Denken konkret bis in Folgen, Konsequenzen, aber auch in Voraussetzungen zu gehen. Es ist eine Frage auch der Abstraktion. Nicht ein Satz, wenig fliegen ist gut fürs Klima, der ist so abstrakt vollkommen richtig. Aber der steht nicht im Leben. Und da sitzt eine, glaube ich, ziemlich große Problematik. Und das ist im Grunde genommen ein Punkt, der interessant ist aus meiner Sicht, um eben dann auch mal die Denker des deutschen Idealismus in den Blick zu nehmen. Denn wir haben ja jetzt wie, mindestens in meinem Versuch, wie zwei Arten von Denken. Das eine ist sehr richtig, es ist sehr gründlich, es ist sehr orientiert. Ja. Man kann nur Ja sagen zu diesen Sätzen, aber es ist kein Denken, was im Leben steht, die Lebendigkeit hat, die Produktivität hat.
Und diese zwei Seiten des Denkens, die sind mindestens in unserer Kultur eben von den Denkern des deutschen Idealismus unheimlich gut bearbeitet und unterschieden worden. Ja, aber können uns tatsächlich die Ideen der schwäbischen Denker der Klassik und des deutschen Idealismus bei der Krisenbewältigung helfen? Also Wieland, Herder, Goethe, Humboldt, Schiller, Hölderlin, Schelling, das ist doch alles irre lange her. Ja, also ob das irre lange her ist, ist jetzt schon eine Frage der Perspektive. Ich bin ja von Hause aus Professor für Geschichte der Philosophie und ich finde mich ziemlich modern, wenn ich bis 1800 komme. Mhm. Also meine eigentliche Heimat ist ungefähr das 15. Jahrhundert und gerne bin ich im 4. Also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber Sie haben natürlich recht mit einer Nachfrage, die heißt, ist das nicht alles altes, verstaubtes Zeug? Was soll uns das irgendwie noch? Mhm. Nun muss man aber auch immer wieder denken, wir beide zum Beispiel sitzen ja jetzt hier. Und die Entscheidungen dafür, dass wir hier sitzen, die sind auch nicht gestern gefallen. Wenn Sie nicht einen bestimmten Lebensweg gehabt hätten und ich nicht einen bestimmten, dann wäre das jetzt nicht der Fall. Ja. Und also, wenn Sie wahrscheinlich sich entschieden hätten, als Knabe jetzt dann doch Fußball, ja, dann würden wir jetzt hier, nicht hier in Stuttgart, sondern wir würden in München sitzen, in der Bayern Arena oder dergleichen. Also ich wahrscheinlich nicht. Ich war immer nur ein schlechter Torwart, das ist alles. Ich konnte auch nie mit dem Ball umgehen. Ja, aber man merkt jetzt ganz genau, wie frühe Entscheidungen Weichen stellen, biografisch, für Prozesse, die ziemlich weit reichen. Und so, in demselben Sinne, ist es nicht nur mit biografisch, sondern auch kulturgeschichtlich. Auch kulturgeschichtlich werden genau solche Weichen gestellt. Und unser Denken, wie wir es gewöhnlich praktizieren, das ist in dem Sinne nicht nur realitätslos, sondern ist eben auch geschichtslos. Und diese Geschichtslosigkeit hinter der Realitätslosigkeit, die ist eben genau auch eine enorme Schwierigkeit. Ja, wenn ich sage, nochmal das Beispiel zu nehmen, das ist gut, wenn man nicht fliegt. Ja, es stimmt, aber es ist geschichtslos gedacht. Ja, das ist weder Leben, noch bemerken wir nur das Jahr zurückschauen, was wir anders gemacht haben. Und jetzt muss man einmal eines mitdenken. Wir haben immer den Fall, dass doch die Folgen unseres Handelns wie faktisch anwesend sind an der Stelle. Ja, also es kommt einfach immer bis in jede kleine Realität, wie wir hier sitzen, was wir anhaben, wie wir jetzt reden, welche Sprache wir sprechen. Das ist alles etwas, was doch gut geprägt ist aus der Vergangenheit. Mhm. Und wenn man das nur einfach mal bemerkt, dann bemerkt man schon, sag mal, wie wichtig das einfach auch ist. Und jetzt können wir hier in Stuttgart oder sonst wo rumgehen, wir können nur dieses Palais hier irgendwie angucken, in dem wir jetzt sitzen. Und dann bemerken wir, wie geschichtsgetragen wir eigentlich in jedem Moment sind. Aber wenn die Denker des deutschen Idealismus sozusagen besser gedacht haben, aus ihrer Sicht, sind wir dann irgendwann falsch abgebogen, weil wir das nicht mehr drauf haben? Ja, das ist vielleicht sogar eine gute Metapher mit dem falsch abbiegen. Also ich bin mal so hart und nehme die direkt auf und sage, ja, wir sind in gewisser Weise falsch abgebogen. Vielleicht ist die Metapher zu hart, weil wir nur einseitig abgebogen sind, aber zunächst mal können wir das wirklich so lassen. Wir hatten um 1800 die Idee, dass es wie zwei unterschiedliche Arten von Denken gibt. Eines, was lebendig, konkret, entwickelnd ist. Eines, was eher feststellend ist, theoretisch ist. Das Erste, das Entwickelnde, verlangt von mir naturgemäß auch immer, dass ich mich ändern und wandeln muss. In dem Zweiten, in dem Theoretischen, kann ich bleiben, wie ich bin. Also bis dahin, dass ein Experimentator in einem wissenschaftlichen Experiment ja keine Rolle zu spielen hat. Ist egal, ob Sie oder ich das machen. Da darf sich sozusagen sogar gar keiner ändern. Mhm. In dem Anderen muss sich jemand ändern. So, und das war wie die Entscheidung. Und wir haben uns halt im Laufe des 19. Jahrhunderts dafür entschieden, dass uns, ich nehme jetzt das nur pass pro toto, dass dieses empirische, experimentelle, wissenschaftliche Denken, dass uns das wichtiger ist. Das hat uns enorm viel gebracht, das ist gar keine Frage. Aber wir haben das andere eben wirklich beiseite gestellt. Und jetzt entsteht eine bestimmte schwierige Situation, und jetzt nehme ich nochmal dieses Bild von der Weggabelung auf.
Wenn Sie also einen Scheideweg irgendwie hatten und jetzt haben Sie sich für rechtsrum statt linksrum entschieden, ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern nur wirklich als Vollzug. Und Sie laufen eine Weile und denken, oh, das ist aber jetzt doch nicht gut gegangen. Besser wäre, wir gingen woanders hin. Ja, dann was tun Sie? Dann können Sie zurücklaufen bis dahin und dann doch den linken Weg gehen. Das ist ziemlich mühsam. Sie könnten auch auf die Idee kommen, jetzt laufen Sie mal querfeldein. Wenn Sie das aber tun und Sie wollen eigentlich auf den linken Weg zurück, dann müssen Sie eine ungefähre Vorstellung haben, wo der wohl ist. Das heißt, Sie müssen wieder zurück, mindestens zurückdenken und verstehen, wo Sie an der Weggabelung weggegangen sind und wo der andere Weg inzwischen wohl ist. Sonst laufen Sie querfeldein irgendwohin, aber nicht in irgendwas, was vernünftig ist. So, und deswegen ist es in jedem Fall eben wichtig, wie in der Biografie, zu sehen, wo hatten wir eine Wegegabelung und wie haben wir uns entschieden. Und das müssen wir gut im kulturellen Gedächtnis einfach behalten. Das gibt uns Fähigkeiten. Und warum sind dann gerade die Denker dieser Zeit so wertvoll? Weil die wirklich präzise diese Weggabelung beschrieben haben und diese zwei Seiten gleichsam, die es da im Denken gibt, deutlich gemacht haben. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, das ist ja sehr, sehr eklatant, wo wir sagen, angesichts dieser Krisen, die Gesellschaft muss sich ändern, die Welt muss sich ändern, wir brauchen eine große Transformation, am besten eine größte Transformation oder ein Reset oder wie auch immer diese Dinge heißen, dann bemerken Sie doch, dass da ein Bild herrscht eines Denkens, was sagt, die Welt und die Gesellschaft soll sich ändern. Aber ich am besten nicht. Mit mir hat das auch nichts zu tun. Das muss sich eigentlich da draußen ändern. Und jetzt gebe ich Ihnen mal nur als kleinen Kontrast ein Beispiel des Denkers, auf den man sich in Bildungsfragen ja so gerne beruft, nämlich Wilhelm von Humboldt. Mhm. Den Bruder mag ich auch gerne, aber für Bildung ist er jetzt nun erstmal der Wilhelm zuständig. Und dann lesen Sie einmal so einen Satz wie diesen, Wilhelm von Humboldt. Mir heißt, ins Große und Ganze wirken, auf den Charakter der Menschen wirken. Das klingt jetzt sehr nach Transformation, ja? Aber jetzt passen Sie auf, wie es weitergeht. Und darauf wirkt jeder, sobald er auf sich und bloß auf sich wirkt. Das ist ein starker Satz. Also da denkt jemand, Bildung, Entwicklung, Transformation in einer radikalen Ausschließlichkeit bezogen auf sich selber. Nochmal eben, ich fahre das Zitat fort, wäre es allen Menschen völlig eigen, nur ihre Individualität ausbilden zu wollen und nichts so heilig zu ehren als die Individualität des anderen. So wäre die höchste Moral die konsequenteste Theorie des Naturrechts, der Erziehung und der Gesetzgebung den Herzen der Menschen einverleibt. Das ist ja ein unglaublicher Anspruch, der da drin steckt. Und etwas völlig anderes. Ich bemühe mich, so weit wie ich kann, mich selbst zu verändern, zu verwandeln, so dass das zukunftsfähig ist. Und ich achte nichts so heilig und mische mich in nichts ein, und vertraue nur einfach darauf, dass Sie auch so ein Mensch sind. Das ist eine vollständig andere Haltung, als in irgendeiner Weise eine große Transformation oder sonst etwas einzufordern über Gesellschaft. Da würden aber viele wahrscheinlich sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu anspruchsvoll, das überfordert mich. Denn das heißt ja, dass ich auch permanent Charakterbildung betreibe, oder? Ja. Und das ist auch völlig klar, wir erleben das als Überforderung, das ist auch eine Überforderung, die aber eben auch damit zusammenhängt, dass wir diese Dinge kulturell nicht mehr gewöhnt sind. Mhm. Also stellen Sie sich kurz vor, wir hätten ein Bildungs- und ein Gesellschaftssystem gehabt seit 1800, 200 Jahre, was uns die Möglichkeit geboten hätte, dass wir diese Fähigkeiten kultivieren. Ja, dann säßen wir hier wahrscheinlich auch wieder anders und würden sagen, na ja, also so überfordernd ist es dann nicht. Und dann muss man eine zweite Seite immer mitdenken. Also es ist ja gut, dass wir auch ein anderes Denken kultiviert
haben. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge, bei denen muss ich mich jetzt nicht super charakterlich ändern. Ja? Also ich muss mir keine große Mühe geben, auf diesem Stuhl gerade zu sitzen. Das habe ich jetzt irgendwie geübt im Laufe meines Lebens und ich muss jetzt das nicht gerade nochmal neu erfinden. Ja, und wenn ich hierher fahre mit dem Auto, dann ist Autofahren auch etwas, was jetzt gewohnt ist. Über die Klimaverträglichkeit kann man jetzt schon wieder streiten. Ich meine jetzt aber einfach nur diese Tatsache. Also ganz viele Dinge sind ja sehr gut, dass wir sie einfach wie weglegen können und automatisieren können. So, also da ist ja viel gewonnen und wir müssen jetzt ganz genau gucken, wo ist was einzusetzen, wo haben wir was zu tun in diesen Krisen an uns und wo nicht. Nur, dass einfach mal dieser Horizont aufgeht, dass das eine Sache ist, die vielleicht überfordert, aber die was völlig anderes wäre, wenn wir es wirklich mal auf unsere Kappe nehmen und zwar miteinander. Also nicht einfach nur ich und dann ist die Welt irgendwie schlecht, sondern Sie und ich, wie wir hier sitzen. Wir machen das jetzt mal gerade miteinander, jeder für sich und doch zusammen. Aber was für ein Ich-Begriff steckt hinter all dem? Denn wenn das alles um das Ich geht, und da ist Humboldt ja nicht der Einzige, was steckt da dahinter? Was ist das für eine Auffassung von Ich? Ja, genau. Also jedenfalls merkt man jetzt ein Ich, was auf alle Fälle immer in Bewegung und Verwandlung sein wird. Also keins, auf dem ich mich ausruhen kann. Mhm. Das ist jetzt schon mal eine erste kleine Bemerkung, die vielleicht etwas in Fragen von Egoismus oder so beiseite schiebt. Ja, also ein Ich zu sein, heißt nicht egoistisch zu sein. Ein kleiner Punkt vielleicht, aber systematisch für dieses Ich. Die Denker des Idealismus, Schelling, Fichte vor allen Dingen, die haben eine gewisse, wie soll ich sagen, für sie Entdeckung gemacht. Wir haben, kann man sagen, ganz viel so Dinge in der Welt. Ja, draußen, das ist erstmal alles ein Ding und da ist noch ein Ding. Und jedes dieser Dinge ist bedingt. Ich kann das von außen anstoßen und die Kameras, die jetzt hier mitlaufen, ja, die werden von jemandem geführt. Und all diese Dinge, das ist immer von außen ein Bedingtes. Und dann ist Fichte und Schelling aufgegangen, den anderen auch, das Ich ist etwas Unbedingtes. Das kriegen sie nicht von außen angestoßen. Ich könnte jetzt hier einen Veitstanz aufführen und ich könnte auf sie einreden oder was, aber dass sie innerlich in der Lage sind, ich zu sich Ich zu sagen, das kann ich ihnen nicht andeduzieren, weder mit dem Hammer noch mit Worten. Es wird nicht gehen, ja? Mhm. Das müssen Sie selber von innen als Leistung vollbringen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt von innerer Souveränität, aus dem dann auch Verantwortung folgen kann. Ja? Da setzt aber auch ein Modus ein, wo Sie sich in die Hand nehmen und Verwandlung ansetzen kann. Und das ist doch eigentlich eine unglaubliche Entdeckung. Und von da aus würde ich das jetzt angehen. Also dieser berühmte fichtische Satz, das Ich setzt sich selbst. Ja? Das ist so ein bisschen was, von dem wir her das jetzt denken. Und dann gibt es eben zwei große Unterschiede. Wir können sagen, wir haben so etwas wie eine objektive Dingerkenntnis da draußen und die ist sehr, sehr hilfreich. Also dieser Tisch ist kein Ich. Und ich erkenne ihn und dann sind die Sachen erstmal gut und erledigt. Ja, aber da gibt es jemanden mir gegenüber, Sie in dem Moment, die Sie sehr wohl ein Ich sind. Und mit Ihnen habe ich grundsätzlich anders zu verfahren als mit diesem Tisch. Weil ich immer gewahr bin, was kommt mir jetzt da als souveränes, schöpferisches Ich entgegen. Und das sind die zwei Seiten, die zu trennen sind. Und das bedeutet, dass ich bei Ihnen auch immer damit rechne, dass Ihnen doch noch eine andere Frage einfällt. Ja? Also ich rechne mit Ihrer Kreativität. Rechnen ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber es wird immer ein bisschen was anderes kommen. Das tun Sie gerade auch, nicht wahr? Weil tatsächlich schon eine ganze Menge andere Dinge irgendwie passieren. Und damit müssen wir doch irgendwie umgehen an der Stelle. Und jetzt brauchen wir ein Denken, was in der Lage ist, dieser Kreativität gewachsen zu sein, sie zu erzeugen, sie zu befördern, spielerisch damit umzugehen. Und das heißt, wir müssen miteinander in einen Vollzug und in einen Prozess gehen. Das muss ich mit dem Tisch jetzt nicht. Der steht hier, ich gucke den an, der ist da und ich bin hier. Aber tun wir das nicht in gewissem Sinne auch in der klassischen Denkform, sage ich mal, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten und in den letzten 200 Jahren betrieben haben, auch schon?
dass wir den anderen als kreatives Individuum wahrnehmen? Das wäre schön. Also meine berufliche Lebenserfahrung ist etwas anders. Okay. Wir haben zwei Dekaden hinter uns oder ein angefangenes Jahrtausend, das geprägt ist mindestens in der Bildung, wenn ich die zwei Schlagworte sagen darf, durch so etwas wie Pisa und Bologna. Mhm. Wir haben erlebt eine Ausbildung statt Bildung an den Schulen und an den Hochschulen und eine unglaubliche, sagen wir mal, Fokussierung auf einen bestimmten Begriff von Kompetenz. Ja, und Kompetenz heißt eigentlich, dass ich mich so verhalte, dass ich mich in das einpasse, was da ist. Frei referierte von der OECD-Definition von Kompetenz. Ja, eigentlich vermitteln wir Dinge, wo wir gar nicht darauf achten, ob ein Mensch sich daran entwickelt oder reift oder dergleichen. Sondern wir sagen, jetzt lern das mal. Und jetzt wende das mal an und jetzt mach das. Und dann gehst du abends nach Hause und dann wie das Sakko hängst du das in den Schrank. Und so sozusagen funktionieren wir gesellschaftlich in dem Bereich. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr hart, wie Zweiseitigkeiten erstmal holzschnittartig immer hart sind, auf der anderen Seite gibt es dann so eine Art schöngeistigen Bereich, wo wir ein bisschen die Seele streicheln mit Wellness oder mit einem Mozart-Konzert oder sowas. Und da fühlen wir uns dann halt wohl. Aber gehen wir verwandelt daraus hervor? Also zum Beispiel müssten Konzertgewohnheiten relativ anders sein, wenn wir sie selbst verwandelt nehmen. Der Anteil moderner Musik wäre viel höher, wenn wir da einen anderen Anspruch hätten. Also ich komme mehr aus der Politik und Soziologie und ich sage seit Jahren, so wie unser Bildungssystem, seit vielen Jahren, wie unser Bildungssystem läuft, ist, dass wir eigentlich Bulimie-Lerner produzieren in unserem Bildungssystem, also die Wissen in sich reinstopfen und es, man kann es kaum anders sagen, bei Prüfungen, bei Klausuren auskotzen, wenn man mit Gymnasiallehrern, mit Anspruchsvollen redet, wenn man mit Professorinnen, Kollegen von ihnen spricht, sagen die können nicht mehr selbstständig arbeiten, nicht mehr selbstständig denken, wenn sie von den G8-Gymnasien zu uns kommen, in häufigen Fällen, und bräuchten aber eigentlich kreative Denker, die sich permanent weiterentwickeln können. Das sagen die Arbeitsforscherinnen und Forscher, wenn man mit denen spricht. Was brauchen wir in Zukunft für Menschen? Also das ist eigentlich genau das, was Sie sagen. Das geht nur über ein anderes Denken, aber auch über eine andere Bildung, generell ein anderes Bildungssystem, oder? Man bräuchte dann tatsächlich eben ein anderes Bildungssystem oder zumindest ein gewandeltes. Sie können ja freundlich sein und ein bisschen vorsichtig. Aber es müsste sich tatsächlich an den Stellen einiges tun. Und also wenn Sie in den Hochschulbereich gucken, dann studieren Sie heute irgendeinen Studiengang und Ausschlag dafür ist eben ein Modulhandbuch. Und wenn Sie in einem Modulhandbuch nachgucken, was da dann drin steht, dann haben Sie Inhalte und Kompetenzen. Was in dem ganzen Modulhandbuch praktisch nicht vorkommt, sind Lehrende und Studierende. Der Lehrende kommt noch vor, einer muss drüber stehen, damit klar ist, wer die Prüfung abnimmt. Aber das ist es. Und die ganze Frage einer menschlichen Begegnung und Reifung und Entwicklung, die ist nicht da. Also da wäre tatsächlich eine ganze Menge dran zu tun. Und ich würde diesen Unterschied gerne vielleicht noch mal ein bisschen schärfer machen. Also das eine ist, wir übernehmen etwas und dann können wir es anwenden. Und das andere ist, wir sehen es wirklich ein, wir verstehen es und lassen es durch uns durchgehen und dann wird es auch ein Teil von uns. Also wenn ich eine philosophisch-technische Unterscheidung machen darf, so ein ganz alter Grieche, Aristoteles, der hat schon mal unterschieden zwischen zufälligen und notwendigen Eigenschaften. Also wenn Sie den Satz sagen, der Kreis ist grün, dann ist das Grüne für den Kreis definitiv zufällig. Der könnte auch blau sein oder gelb, blieb immer noch ein Kreis. Wenn Sie den Satz sagen, der Kreis ist rund, dann ist rund eine notwendige Eigenschaft des Kreises. Wäre der Kreis eckig, wäre es kein Kreis. So, und jetzt kann man eben fragen, im Zuge eines Bildungsprozesses, kann ich mir Fähigkeiten erwerben, die zunächst natürlich wie von außen sind, auch zufällig, die aber nach und nach wie notwendig werden. Also um das etwas handhabbarer zu machen, wäre ein einfaches Beispiel der Künstler.
Nehmen wir einen Musiker, nicht wahr? Irgendwann spielt er zum ersten Mal 3 Tasten auf seinem Klavier. Wahrscheinlich ja dann noch nicht seins. Das ist noch kein Musiker. Irgendwann nach 30 Jahren ist es jemand, von dem wir sagen, ein wirklicher Künstler. Da ist die Musik und das Klavierspiel so in ihm drin und mit ihm verbunden, dass dieser Mann oder Mensch, kann ja auch eine Frau sein, dass dieser Mensch als Individuum gar nicht mehr wie denkbar ist ohne diese Künstlerschaft und ohne dieses Musizieren. Ja, und da ist dann wirklich etwas entstanden. Und wenn Sie das mal wie nur nachreflektieren, dann entsteht das, das ist auch alte Philosophie, auch Aristoteles, wie aus einer Art Dreischritt. Ich mache mal eine Erfahrung, also da sitzt mal einer am Klavier und klimpert. Und wenn ich Erfahrungen wiederhole, wird daraus eine Fähigkeit. Gemeinhin nennt man das Üben. Mhm. Und muss man ziemlich viel. Und wenn ich ziemlich viel geübt habe, dann kann ich anfangen, die Fähigkeit, die ich habe, jetzt wirklich zu dem zu machen, was zu mir als Mensch gehört. Und dann wird sie eine Haltung. Und von da aus kann man jetzt wie ein Bildungsgang denken, der sagt Erfahrung, Fähigkeit, Haltung. Und das ist natürlich schon etwas ganz anderes als das, was wir gemeinhin im Moment haben. Und es fordert aber auch etwas ganz anderes. Dann merken Sie sofort wieder, Sie brauchen Zeit. Und Sie müssen gefüllte Zeit denken. Das heißt, die alten Erfahrungen in der Präsenz der Übung anwesend haben. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Das ist jetzt an dem Beispiel relativ einsichtig. Der Pianist, der jetzt ein Stück spielt, gerade im Moment, der erinnert sich nicht daran, wie er das geübt hat. Wenn er das macht, ist er sofort draußen. Ja, der muss ganz eins sein mit dem, was er tut. Genau, ja. Das heißt, der muss völlig selbstvergessen sein, ja. Ganz drin sein. Und es ist aber gerade die Präsenz des Geschichtlichen, das heißt die gewonnene Fähigkeit, die in dem Moment da ist. Also der Spielende ist randvoll mit im guten Sinne Geschichte und Biografie. Ja, und das ist jetzt die Selbstvergessenheit, ist gerade die Anwesenheit der Fähigkeit und nicht die Geschichtslosigkeit des Vergessenen. Aber der Pianist hat unendlich viel Zeit daran investiert, diese Meisterschaft zu erreichen. Also ich sehe das jetzt gerade in der Bildung, einerseits das Denken zu schulen, andererseits auch das Wissen zu haben. Der Pianist schafft beides, ja. Weil er sein ganzes Leben dieser ja. Aufgabe gewidmet hat, ja. Oder die Pianistin. Aber wie kriegen wir das in unseren Zeiten geregelt? Ist es da ein Geschenk, wie ja manche Bildungswissenschaftler sagen, wir haben ja das Weltwissen im Internet stehen, wir müssen nicht mehr alles wissen, wir müssen nur wissen, wo wir es herkriegen und wie wir es zu bewerten haben. Hilft das? Weil wir können ja nicht das Wissen beiseite lassen und sagen, wir müssen nur noch denken, oder? Nein. Und wir müssen deutlich mehr wissen als frühere Generationen, ja. Das ist gar keine Frage. Aber eben, wie am Anfang gesagt, etwas zu wissen heißt nicht etwas zu können, heißt auch noch lange nicht etwas zu machen. Und wir müssen ja nicht Pianisten werden, sondern wir müssen nur Iche werden. Das ist eine Sache, die kann man eben in jedem Moment machen und muss sie sogar in gewisser Weise. Also es gibt eben Dinge, das hatten wir vorhin schon, da kann man das auch mal gerade eben lassen und einfach nur was tun. Ja? Aber wir üben, wenn wir wollen, wir üben ja deutlich mehr als jeder Pianist eigentlich an unserem Ich-Sein. Ja, dies ist doch eine Übungssituation, in der wir jetzt sind. Ist doch gar keine Frage, ja? Eine sehr angenehme. Ja, natürlich, ja. Wenn ich jetzt ein Wissen abspule, dann ist es keine Übungssituation mehr. Ja. Aber wenn wir jetzt versuchen, mit etwas miteinander zu besprechen und wirklich in Gespräch zu kommen, ja, dann muss ich mich jetzt auch hier mal gerade drauf einlassen und dann muss ich mich verschieben. Und dann passieren alle diese Dinge. Das heißt, ich glaube überhaupt gar nicht, dass wir damit überfordert sind oder dass das wie beim Musiker eine elitäre Situation ist, die man gar nicht hat. Nein, es ist eigentlich unsere Alltagssituation. Und wir übersehen nur gerne, dass wir eigentlich Musiker unseres Ichs sind. Das kann man ja auch wieder verstehen. Es ist ja auch bequem, das zu vergessen an der Stelle. Aber mein Eindruck ist, wenn wir das nicht hinbekommen, also auf dieses Ich in uns zu achten, was ein werdendes, kreatives, sich entwickelndes ist, dann haben wir insgesamt auch schlechte Karten im Umgang mit dem, was wir gerade in der Gegenwart so vorfinden.
Ich wollte eigentlich darauf nicht kommen, aber jetzt tue ich es doch kurz. Unser Verhalten in der Pandemie, habe ich neulich so schön gehört, also auch in Politik und Verwaltung, wir verhalten uns regelkonform, aber nicht lösungsorientiert. Ist das auch so ein Ding, dass der Denkhaltung, ja, nichts falsch machen und so wie gelernt in diesen Mustern agieren, anstatt kreative Lösungen zu suchen, auf das Ich zu setzen, in diesem Sinne? Ja, auf alle Fälle. Also Worte zur Pandemie sind immer gefährlich. Ja, deswegen nur ganz kurz in Klammern. Insofern, aber natürlich, also ich glaube, es ist keine Schelte gesellschaftlicher Natur, wenn ich sage, wenn wir da jetzt zurückgucken ins letzte Jahr, dann haben wir eine Überforderungssituation an allen Stellen bemerkt. Und wir haben auch bemerkt, dass die politischen Pläne, die man sich vorher gemacht hat in Pandemieübungen, etwa einer Johns Hopkins University oder dergleichen, dass die nur ein Stück weit irgendwie getragen haben. Und dann hat man sich natürlich erstmal zurückgezogen in dieser Überforderung und versucht, sich jetzt ein gewohntes Geländer zu halten. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich und ohne irgendjemandem was Böses zu wollen, doch sagen, wenn man mit Gewohnten versucht, eine total ungewohnte Angelegenheit zu regeln, dann wird es in der Regel nicht klappen. So. Und insofern kann man in gewisser Weise auch sagen, diese Pandemie ist auch, neben allem anderen, was sie noch ist, sie ist auch ein Ausdruck davon, dass wir diese Ich-Fähigkeit, auf die der deutsche Idealismus gehofft hat und die er angelegt hat, dass wir die kulturell nicht geübt haben. Aber wie können wir die üben? Wie bekommen wir die in unserem Bildungssystem? Wie kriegen wir sowas hin, dass wir so denken? Ja, es ist eine Frage danach, erstmal überhaupt zu bemerken, dass ich wie zwei Bewusstseinsformen zur Verfügung habe mit meinem gewöhnlichen Wachbewusstsein. Und alle diejenigen, die in eher kreativen Berufen tätig sind, kennen das ja auch jetzt mal relativ gut, dass man wie in der Lage sein muss, umzuschalten. Ja. Und wir können das im Regelfall anhand von etwas, wie der Musiker oder der Künstler, der Bildhauer oder so an der Stelle. Und jetzt müssen wir nur wie darauf aufmerksam werden, dass wir das nicht nur anhand von etwas können, sondern dass wir eigentlich lernen können, wie immer mit einem bestimmten Ich und einer bestimmten Bewusstseinsform wie umschaltbar in Situationen zu gehen. Die Schwierigkeit daran ist, dass ich eine Konzentrationsfähigkeit, die das braucht, nicht mehr an einen bestimmten Vollzug knüpfen kann. Also gemeinhin kann ich das eben beim Musizieren, aber woanders fällt es dann schon ein bisschen schwerer. Mhm. Ja? Und jetzt muss ich eigentlich innerlich in die Lage kommen, mich so zu üben, dass ich sagen kann, im Moment bin ich konzentriert, selbstvergessen und das geht und ich lasse mich drauf ein. Wirklich auf Kommando. Ja? Und dann fängt es mich nicht an, mir zu jucken oder ich überlege, was ich noch muss einkaufen oder so, sondern ich muss innerlich wie so mich mit einem ganz alten Wort so innerlich mich in Zucht haben, dass ich das schaffe. So, und das ist jetzt ein Punkt, an dem sehr, sehr viel hängt. Und ich will es nochmal für diese Frage des Denkens an einer Stelle deutlich machen. Wenn ich eine in der normalen Verfassung in meinem Denken sitze, dann habe ich so Vorstellungen und dann höre ich von Ihnen Vorstellungen und dann übernehme ich die irgendwie. Wenn ich aber im kreativen Prozess bin, dann habe ich nicht Vorstellungen, sondern dann bilde ich Vorstellungen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Denn über Vorstellungen, die ich bilde, über die kann ich auch entscheiden. Und an denen kann ich auch erleben, ob sie wahr oder falsch sind und wie tragfähig sie sind. Vorstellungen, die ich habe oder übernehme, bei denen kann ich das nicht. Und das ist wieder jetzt so ein Punkt, wo man ganz klar einfach üben kann, ja, übernehme ich etwas, höre ich einfach nur zu und denke, ja, wird schon so sein und mach das. Trage ich auch nur meine Lieblingsmeinung von gestern und vorgestern wieder vor, dann übernehme ich mich selber. Das ist auch nicht besonders intelligent. Ja. Und diese Differenz zu machen, kann ich im Moment aktuell etwas denken und wirklich denken und dann auch dran erleben, ja, das ist ein Urteil, zu dem kannst du jetzt mal gerade stehen und das ist ein Satz, der stimmt. Das ist eine ganz andere Haltung. Aber das heißt,
Das Ich kriegt da eine ganz andere Bedeutung mit allem, was es tut und wie es denkt, als wir das landläufig kennen. Ja, das ist mit Sicherheit der Fall. Also Fichte hat ja gesagt, ich bin ich. Das hat er gesagt und gerade in dem Fall, wo es jetzt noch mal drum geht, hat er einen sehr schönen Spruch auch noch gesagt, nämlich diesen unglaublichen Satz, der sehr angreifend ist, aber er hat auch was. Fichte hat mal gesagt, die meisten Menschen würden leichter dahin zu bringen sein, sich für ein Stück Lava im Mond als für ein Ich zu halten. Das ist jetzt die fichtische Härte. Also wenn der Ich denkt, aus diesem Ich bin ich als sich selbst erzeugendes kreatives Ich, dann denkt er nur dieses. Und das, was wir gewöhnlich gewohnt sind, ein Ich zu nennen, da sagt er für Fichte, das ist überhaupt kein Ich. Und auch das kann man sich relativ gut klar machen. Also wenn wir jetzt auf uns schauen, sie auf sich, ich auf mich, was haben wir dann normalerweise? Also zumindest ich habe zunächst mal ein Bild von mir und nicht mich selber. Und dieses Bild von mir, was ich habe, ist wesentlich bestimmt durch die Intensität meiner Selbsterkenntnis. Und bei einem gewissen näheren Zusehen muss ich sagen, dass es damit nicht immer zum Besten bestellt ist. Also ich wäre sogar bereit, sofort zu konzedieren, dass Sie, die Sie mir gegenüber sitzen, ein paar Dinge von meinem Ich besser erkannt haben als ich. Und dass Sie ein paar Dinge von mir wissen, die real stimmen für mein Ich, die ich von mir gar nicht weiß. Das heißt, das, was ich erstmal ich nenne, das ist mein Bild von mir. Und es ist definitiv nicht identisch oder gar das, was ich bin. Das heißt, das gewöhnliche Bewusstsein hat tatsächlich sich selber nicht. Sondern wenn es ehrlich ist, hat es ein mehr oder minder, wir nehmen mal ein gutes Bild bei unseren Mitmenschen, aber nur ein Bild von sich. Und die Frage, wo begegne ich mir und nicht meinem Bild, die kann man sich ja auch mal stellen. Und dann merkt man sofort, eigentlich begegne ich mir genau dann, wenn ich kreativ bin. Dann begegne ich mir aber auch genau dann, wenn ich selbstvergessen bin. Also da, wo ich mich gerade nicht im Kopf habe, bin ich am meisten ich. Also da, wo es mir gelingt, bei Ihnen zu sein, ist viel mehr von meinem Ich, als wenn ich mich gemütlich im Sessel zurücklehne und denke, lass den da mal sitzen und mal gucken, was er jetzt für eine Frage noch irgendwie findet. Das steht ja dann aber in einem ziemlichen Widerspruch zu dem anderen Ich-Satz, den wir alle kennen von Descartes. Ich denke, also bin ich. Das ist ja dann eine andere Auffassung. Ja, das ist in gewisser Weise eine schon auch radikal andere Auffassung in die verschiedensten Richtungen. Also als Descartes das formuliert hat, hat er auch was Tolles formuliert und das ist auch eine ganz wunderbare Sache, hat übrigens schon Augustinus wörtlich formuliert, also nur um mal so noch Fragen der Geschichte zu bedenken, hat Descartes auch zugegeben, dass das schon 1000 Jahre alt ist, als er es sagt, aber als es Descartes sagt, wird es einschlägig und es bewirkt auch was an der Stelle, aber der Descartes kauft das auch mit etwas ein. Und vielleicht nur irgendwie ein Beispiel dazu. Wenn Descartes sagt, ich denke, also bin ich, dann ist es für ihn die einzige Gewissheit. Und die Frage, was draußen ist und ob die Welt ist, die bleibt ihm nach wie vor zweifelhaft. Und es gibt dann diese erschütternde Szene, die er selber beschreibt, dann kurz nach diesem Satz, dass er sagt, okay, also ich sitze jetzt hier am Fenster und meinem Pult und jetzt weiß ich, ich denke, also bin ich. Und jetzt fällt mein Blick raus auf die Straße und ich sehe auf dem Platz Menschen vorbeilaufen. Und jetzt sagt Descartes, und woher weiß ich, dass es nicht Automaten in Kleidern sind? Das heißt, dieses Ich denke, also bin ich, das sichert tatsächlich nur mich selber, so wie ich hier bin, und alles andere wird dinghaft nach draußen. Woher weiß ich, dass Sie kein Automat sind? Also dieses Descartesche Ich hat da in dem Sinne ein massives Problem. Und dieses Problem, das können wir jetzt, glaube ich, sagen, das haben wir kulturell durchgetragen.
Also in der Erfindung von Automaten sind wir ziemlich gut. In der Erlebnisfähigkeit eines anderen Menschen als eines Du sind wir bei Weitem nicht so gut. Aber ist jetzt nicht gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo Maschinen viele Dinge, die Menschen in dem Denken, das wir die letzten 200 Jahre gepflegt haben, viel besser tun können, also als wir es können als Menschen, ist es nicht gerade da essentiell wichtig, eben das andere Denken zu schulen und stärker auszuprägen? Denn das ist das, was uns wirklich von den Maschinen unterscheidet. Also eingangs hatten Sie nach der Frage von Krisenhaftigkeit gefragt und ich habe ungefähr in eine Richtung geantwortet, die eben hieß, wir müssen uns als Menschen neu erfinden und zweitens, wir müssen zusehen, dass unser Denken eine Handlungskonsequenz hat. Wenn es Menschen gibt, die das verstanden haben, dann ist das, was wir in der ganzen Transformations- und Transhumanismus-Debatte verfolgen. Also die Frage, wie verbinde ich den Menschen mit künstlicher Intelligenz? Ja, das Zeitalter des Menschen ist vorbei, wir müssen den Computer einbauen an der Stelle. Ja, in der Tat. Also da ist mal klar, wir müssen den Menschen neu erfinden. Aber wie erfindet man ihn? Indem man ihn in dem Sinne überwindet und indem man Denkstrukturen reinsetzt, wo man jetzt sagt, ja, also der Computer, der das alles viel besser kann, der soll das jetzt mal auch in mir machen. Das heißt, wir kriegen tatsächlich etwas hin, wo eine computermäßige Einsicht in eine computermäßige Handlung umgesetzt wird. Dann ist der Mensch aber draußen. Dann erhalten Sie in dem Sinne tatsächlich Automaten. Und das muss man ganz trocken mal feststellen. Ja, dann sind es seelenlose Automaten an der Stelle. Und es ist das unterlaufen, was unsere Freunde im deutschen Idealismus als das Unbedingte gefunden haben. Ein Ich ist an der Stelle nicht mehr drin. Ja, aber kann man das nicht auch positiv denken und sagen, also ich bin notorischer Optimist, muss ich dazu sagen, aber ich sage, künstliche Intelligenz und die ganze Digitalisierung ist ein wunderbares Mittel, dass wir uns mit diesen Dingen gar nicht mehr so befassen müssen. Wir müssen sie einmal aufsetzen, dann funktionieren die und wir können kreativ sein, wir können anders denken, wir können Dinge anders angehen, weil wir uns mit diesem maschinellen Denken, was ja im Grunde auch das alte Denken der letzten 200 Jahre ist, gar nicht mehr so befassen müssen. Das machen jetzt die Maschinen für uns und wir können anders rangehen. Ja, also auf eine Weise stimmt das und das ist ja auch sehr nützlich. Wir haben ja unendlich viel Zeit dadurch, dass Maschinen etwas machen. Etwas anderes ist die Frage, wo und wie setzen wir sie ein? Also wir könnten jetzt noch 2 Stunden über die Frage von Pflegerobotern reden. Dann merkt man sofort, wie kitzlig die Angelegenheit wird. Mit Ja und mit Nein. Also es geht jetzt nicht um Einseitiges. Aber der springende Punkt ist nochmal, wenn Sie es nicht von den Bereichen her denken, sondern wirklich vom Menschen her. Also was passiert, wenn ich mir einen Leib zulege, der computerisiert oder dergleichen ist? Was passiert, wenn ich prognostiziere, ich kriege eine Schnittstelle zum Rechner und dann habe ich alles Wissen dieser Welt? Dann passiert, dass ich keine Vorstellung mehr bilde, sondern nur noch Vorstellungen habe. Wenn Sie das konsequent einfach nur durchdenken, dann merken Sie, dass das kreative Ich in dem Szenario nicht mehr vorkommt. Sie haben dann Menschen, wir können das ja wollen, das mag ja irgendwie sein, aber man muss klar sein, wir haben dann im harten, diesem harten fichtischen Sinne ichlose Menschen. Und ob wir das wollen, das finde ich dann doch noch eine schwierige Frage. Also ich zumindest will es nicht. Naja, jetzt komme ich kurz zu den Pflegerobotern. Wenn der Pflegeroboter der Pflegerin, dem Pfleger die mechanischen Arbeiten abnimmt und ihnen die Zeit gibt, die menschliche Seite zu stärken und dafür mehr Luft zu haben, dann ist es doch eigentlich eine wunderbare Sache. Genauso ist es mit dem Denken. Dann ist es möglicherweise eine wunderbare Sache und jetzt muss man nur schon wieder nachgucken, was meinen Sie, wenn Sie sagen, die mechanischen Seiten abnehmen? Bett machen, wenden. Ja, was mit Bett machen wäre ich schon einverstanden. Bei Wenden hätte ich schon ein Problem. Wenden ist etwas, wo ich mit einem Menschen Zuwendung in Beziehung gehe. Ja, ja.
Und die Art und Weise, wie ich einen Menschen beim Wenden berühre oder dergleichen, da muss ich keinen Masseur fragen, um zu sagen, okay, ja, ja, das kann man so, ja, und so machen. Und da spielt sofort auch ein seelischer Faktor wieder eine Rolle. Das heißt, auch das kann sinnvoll sein, aber Sie müssen es wirklich ganz genau einfach gucken, was hier gut ist und was hier nicht gut ist. Aber wenn ich... Gehen wir noch mal zurück auf dieses lebendige Denken, dieses kreative Denken. Können Sie es noch mal, weil ich glaube, es ist noch nicht allen wirklich klar, was das heißt. Können Sie es noch mal zuspitzen? Was bedeutet also, das? Ja, vielleicht noch mal von der Frage her, wie mache ich im Denken eigentlich eine Ich-Erfahrung und eine Wahrheitserfahrung? Denn das ist ja auch noch eine Rückseite der Angelegenheit, bei der wir vorhin kurz waren. Nicht Vorstellungen, die ich übernehme, deren Wahrheitsgehalt ist mir auch nicht klar. Mhm. Also erstmal wie vorab nur, dass, um das noch mal deutlich zu machen, der Mathematikunterricht ist dazu immer ein gutes Beispiel, nicht wahr? Der Mathematiklehrer, der kann das anschreiben und zeigen, die Innenwinkelsumme eines euklidischen Dreiecks ist 180 Grad. Man kann sich das aufschreiben und man kann damit nach Hause gehen. Man kann das sogar anwenden, ohne es verstanden zu haben. Mhm. Aber Sie wissen ganz genau, jeder für sich, gerade da ist die Mathematik echt gut, Sie wissen ganz genau, habe ich es verstanden oder habe ich es noch nicht verstanden? Mhm. Irgendwann macht das Klick und dann verstehe ich, jawohl. So, und das ist doch ein relativ entscheidender Punkt. Also da, wo ich nicht den Satz übernehme, sondern da, wo ich ihn denkend verstehe, da kann ich mich gegenüberstellen, verstehen und habe daran ein Wahrheitserlebnis. Und dann trage ich den auch weiter im Leben mit mir und weiß, okay, das Ding ist klar. So, und jetzt ist doch für Fragen verantwortlichen Umgangs in der Welt, sind doch solche Sachen irgendwie wichtig, ja? Also laufe ich hier mit Vorstellungen rum, die ich verantworten kann oder die ich nicht verantworte? Also muss ich doch die Stellen suchen, wo ich innerlich an Erfahrungen komme, wo ich an mich und an die Wahrheit herankomme. So, also das wie nochmal jetzt wie vorausgeschickt als so eine Übungsaufgabe. Und dann kann man sich ja mal die bewusstseinsmäßig die Orte suchen sozusagen. Also was können wir tun? Versuchen Sie sich mal an etwas zu erinnern. Sagen wir, versuchen Sie sich zu erinnern, wie oft wir in diesem Gespräch das Wort Wahrheit benutzt haben. So, gar nichts zu sagen, können ja auch jetzt alle, die zuhören, können das ja irgendwie auch tun. Und jetzt beurteilen Sie Ihr inneres Ergebnis. Glauben Sie, dass Sie die Zahl zutreffend erinnern oder ungefähr? Oder gar nicht. Mhm. Und jetzt nehmen Sie mal in den Blick, ob Sie diesen Beurteilungsvorgang gemacht haben oder nicht. Mhm. Und jetzt als letztes prüfen Sie, ob Sie einwandfrei für sich feststellen können, ob Sie diese Prüfung des Beurteilungsprozesses unternommen haben oder nicht. So, und da werden Sie zu einem Ergebnis kommen. Ja. Ja. Sehen Sie, man merkt, wie dünn diese Luft wird. Ja, der Fichter hat es noch härter gemacht. Er hat seinen Studenten gesagt, jetzt schauen Sie die weiße Wand an im Hörsaal. Und dann hat er gesagt, jetzt stellen Sie sich die Wand vor. Und dann hat er gesagt, jetzt stellen Sie sich den vor, der die Wand vorgestellt hat. Und dann merken Sie, wie wir in so eine ähnliche Bewegung kommen. Ja? Mhm. Aber es geht im Kern jetzt um die Frage, mache ich einmal eine Erfahrung davon, dass ich einen wahren, evidenten Vollzug innerlich gemacht habe? Ja, und das können Sie innerlich anschauen. Sie wissen ganz genau, ich habe diese Prüfung gemacht oder ich habe sie nicht gemacht. Und an der Stelle sind Sie ganz, ganz sicher. Das kann man Ihnen auch nicht mit Fake News oder sonst was irgendwie wieder in Frage stellen.
Sie sind als dieses Ich, wenn sie in den inneren Vollzug gehen, sie sind wahrheitsfähig. Und das ist auch der Grund, auf dem sie ruhen können. Das gibt ihnen am Ende eine Sicherheit, mit einem geraden Rückgrat irgendwo in der Welt zu stehen. Aber mit der Wahrheit haben wir ja gerade in unserer Zeit ein riesengroßes Problem. Also jeder hat seine eigene Wahrheit in Zeiten von Fake News, postfaktischem und Faktenüberprüfungen und was stimmt und was stimmt nicht. Und jeder lebt in seiner eigenen Blase und hat infolgedessen auch seine eigene Wahrheit. Wenn wir jetzt dieses kreative Denken, das lebendige Denken haben, passiert das dann nicht mehr oder passiert das dann erst recht? Weil ich bin ja ich und ich habe meine Wahrheit. Oder verstehe ich da was ganz falsch? Naja, wir werden auch den Wahrheitsbegriff nochmal nachkorrigieren müssen, glaube ich. Also was wir jetzt erleben können, ist, dass Sie ein Wahrheitserlebnis nur haben, wenn Sie wirklich dabei sind und beteiligt sind. Mhm. Also dieses alte Ideal, früher mal vielleicht eher kirchlich, dann wissenschaftlich unter dem Begriff von Objektivität. Also da schwebt irgendwas und es hat so eine ewige Geltung und das ist einfach so. Das ist nicht. Sondern ich muss den Satz des Pythagoras selber einsehen. Der wird davon aber nicht wahrer oder falscher, dass ich den einsehe. Mhm. Aber wenn ich es nicht tue, dann habe ich ihn auch nicht eingesehen. Das heißt, ich stoße auf etwas, was schon einfach so ist, wie es ist, Satz des Pythagoras, aber wo ich innerlich mich aufraffen muss und mir das aneignen muss. Und daraus wird jetzt etwas sehr Interessantes. Also Wahrheit heißt immer in einen Vollzug gehen und dann in einem Vollzug etwas erfahren. Und dann auch zu bemerken, naja, ich kann das ja auch noch immer wahrer machen. Und das ist, also dass man Wahrheit steigern kann, das ist in unserem Denksystem im Moment gar nicht so gut vorgesehen. Ja, aber wenn ich in dem Beispiel bleibe, würde man ja sagen, naja, der Satz des Pythagoras, den hältst du für ewig wahr, aber er gilt ja nur in der euklidischen Geometrie. Wenn du den Krümmungsraum veränderst, um so technisch zu sprechen, dann gilt er doch schon gar nicht mehr. Und jetzt mal weniger technisch in einem ganz anderen Sinne. Also Wahrheit ist doch dann wirklich etwas, was sogar einer Vertiefung bedarf an manchen Stellen. Also schauen Sie, jetzt haben wir voneinander einen ersten längeren Gesprächseindruck. Und jetzt gehe ich nach Hause und ich habe hier wirklich eine Erfahrung an Ihnen gemacht und ich kann jetzt von mir sagen, ich trage ein wahres Bild mit. Sollten wir uns zufällig mal wieder treffen, dann kann ich mich aber doch nicht auf dem Bild ausruhen, sondern ich müsste das doch sofort in Frage stellen und sagen, hat er sich jetzt verändert? Was ist jetzt mit dem? Also ich müsste noch mal vollkommen neu sozusagen drangehen. Und was würde im Regelfall passieren? Ich würde einen tieferen Eindruck von Ihnen bekommen. Das würde den ersten doch nicht unwahr machen, an manchen Stellen vielleicht nachkorrigieren. Ja, aber es würde doch einfach erstmal nur wirklich vertiefen. Und das wäre in einem sehr konkreten, realen Sinne wahrer. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob etwas in dem Sinne wahr oder falsch ist, sondern es geht darum, gerade bei der Wahrheit, dass wir uns entdecken, dass wir uns trauen zu entdecken, zu sagen, Wahrheit ist etwas Lebendiges, was in einer Beziehung und in einem wirklich gelebten Erkenntnisprozess passiert. Das heißt, Wahrheit entwickelt sich, sie verändert sich und trotzdem ist sie wahr. Die ganze Schwierigkeit ist nur, dass ich die mit meinem gewöhnlichen Denken gerne wie ein Ding, wie diesen Tisch, schwarz auf weiß ewig nach Hause tragen möchte. Und das wird nicht funktionieren. Also ist das letztlich auch das Problem in so gespaltenen Gesellschaften wie in den USA. Da hat jeder seine Wahrheit, seinen Tisch. Und der ist so, meiner ist grün und deiner ist blau und deiner kann gar nicht sein, weil meiner ja anders ist. Ja, wir verwechseln etwas, weil wir Wahrheit etwas nennen, was wir in einer fertigen, gegebenen Vorstellung wie diesen Tisch irgendwie haben. Mhm. In Wirklichkeit, das sage ich mal so hart, erfahren wir Wahrheit, wie im Falle des Mathematischen, nur im Vollzug. Wenn
dieses kleine Ereignis, Evidenzmoment vorbei ist, dann trage ich das gewöhnlich schwarz auf weiß nach Hause. Dann ist aber auch mein Wahrheitserlebnis vorbei. Ja, und selbst wenn ich den Satz des Pythagoras jemandem wieder vorbeweisen will, dann muss ich ihn selbst innerlich wieder anständig erzeugen und ihn wieder präsent machen. Und dann versteht vielleicht auch ein anderer. Das heißt, Wahrheit muss immer wieder lebendig werden. Und ein bloß subjektiver Gesichtspunkt, der ist natürlich nicht wahr. Genauso wenig wie eine abstrakte Wahrheit wahr ist. Hm. Ja, sondern nur, wo ich in der Lage bin, mich mit der Welt so in einer Weise lebendig zu verbinden, dass diese Wahrheit sich im Moment so aktualisieren kann, in die Erscheinung treten kann, vielleicht wie so eine Art Kunstwerk oder so etwas. Da geschieht Wahrheit. Aber wenn wir jetzt nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurückgehen, dass wir ein neues Denken brauchen, anderes Denken angesichts der Krisen unserer Zeit. Die Krisen kommen ja zum Teil daher, weil wir zur Natur über Jahrhunderte kein vernünftiges Verhältnis mehr hatten und sie nicht als das wahrgenommen haben, was eigentlich ist. Wir leben ja im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen, weil wir die Natur nach unserem Willen massiver verändern als alles andere, was auf diesem Planeten passiert ist, zumindest in so kurzer Zeit. Veränderungen in diesem Maße hat es immer wieder gegeben, aber halt über Jahrhunderttausende und nicht über wenige Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wie verändert sich durch neues Denken unser Verhältnis zum Beispiel zur Natur? Nehmen wir die dann anders wahr, wenn wir anders denken, wenn wir lebendig denken? Ja, auf alle Fälle. Und also zunächst mal hätten wir ja im gewöhnlichen Sinne die Natur wie den Tisch vor uns. So sind wir ja auch weitgehend gewohnt, erstmal Natur zu denken. Das ist ein Dinggegenstand, tot sogar, den kann ich als Ressource benutzen. Und ich nehme das Holz, das tote Holz, und packe es in meinen Kamin und heize und kriege warm. Mhm. Und dann ist schon ein Begriff von Nachhaltigkeit, wenn ich den Wald so behandle, dass ich immer genug Brennholz habe. Aber man merkt, dass das ein Nachhaltigkeitskonzept ist. So ist es ja also historisch entstanden über einen Förster erstmal als Begriff. Dass das ein Konzept ist, wo ich ganz noch in dem Dinglichen gleichsam drin bleibe. Und wenn ich jetzt den Baum aber mal angucke und frage, wie wächst denn der eigentlich? Dann merke ich ja, dass ich eigentlich das Wachsen des Baumes nie sehe. Ich sehe immer den gewachsenen Baum. Ich sehe, selbst wenn ich im Zeitraffer mir das angucke, immer nur die Strukturen des Gewachsenen, aber niemals das lebendige, kraftende dahinter, was wachsen macht. Und das ist ja doch der entscheidende Punkt erstmal der Natur. Ja, also das Holz, das, was ich verwenden kann, das ist das Abfallprodukt. Wenn ich ehrlich erstmal mit Natur umgehe, müsste ich doch sagen, die nicht sichtbare, aber stets wirksame Seite des Lebendigen und Lebenden, das ist Natur. Und wir haben das so ein bisschen gelernt, wenn man so durchguckt, wie die Konzepte sind, dann hat es mal eine Weile lang so etwas gegeben, das hieß Naturschutz, dann hieß das mal Umweltschutz. Inzwischen sagt man sogar Mitweltschutz. Und wenn man sich nur diese Begriffe mal anguckt, dann merkt man, dass sich da etwas verschoben hat in der Art und Weise, wie wir zu dieser Natur stehen. So, und jetzt kann man natürlich noch einen Schritt weiter fragen. Und der deutsche Idealismus, der hat eben drei Arten von Natur unterschieden. Und er hat wirklich gesagt, ja, wir haben diese tote Natur, diese gewordene Natur. Wir haben diese lebendig wirkende Natur. Aber wir können mindestens mal probehalber auch denken, so wie wir das beim Menschen auch tun, also wenn ich da eine wirkende Kraft irgendwie erlebe, dann denke ich ja auch noch ein Wesen dahinter. Ich denke ja jetzt nicht, dass sie irgendwie nur aus so einer Wirksamkeit bestehen. Ja? Mhm. Und dann nickt der Kopf, weil da irgendwie eine Kraft drin ist oder so. Ja? Sondern ich denke, der Kopf nickt, weil jetzt hier ein verstehendes Wesen am Werke ist. Und genauso kann ich jetzt natürlich noch mal auf die Natur gucken.
Und bin ich in der Lage, wirklich zu, erstmal wie nur als Hypothese, aber in eine ehrliche Begegnung mit der Natur zu kommen, wo ich nicht von vornherein mich gleichsam festlege und sage, okay, Anthropozän heißt, wir kriegen das technisch in den Griff und dann müssen wir mit Ressourcen umgehen und so irgendwie klären, wie wir das mit dem Holz und, weiß ich nicht, den seltenen Erden oder so machen und dann ist gut. Sondern sagen, nein, Anthropozän heißt, mal andersrum gedacht, hier gibt es ein todkrankes Wesen. Und es ist todkrank, weil wir da mit dem Beil draufgehauen haben. Also müssen wir doch vielleicht auch mal gucken, was machen wir denn jetzt damit? Und dann ist es wie dem Fall, den wir vorhin mit dem Pflegeroboter auch schon hatten. Ja? Also braucht diese Natur vielleicht auch noch ein paar ganz andere Dinge. Also natürlich müssen wir da mal Blut stillen, heilen und weiß der Kuckuck was auf einer rein leiblichen Ebene. Aber vielleicht wäre auch mal eine vernünftige Ernährung gut für so eine Natur. Was gebe ich denn der mal als Nahrung? Vielleicht ist aber auch mal eine seelische Ansprache gut, wie man das bei einem Patienten ja irgendwie auch macht. So, also das wäre mal so eine ganze Palette, die irgendwie jetzt mal in einen Naturbegriff reingehört, die von da aus zu bedenken wäre. Nicht, dass man das setzt, aber dass wir uns den Horizont mal eröffnen, wieder in solche Fragen einfach zu gehen. Sie haben ja schon gesagt, in gewissem Sinne haben wir uns auf den Weg gemacht, weil wir eben nicht mehr von Umwelt oder Naturschutz sprechen, sondern jetzt schon von Mitwelt. Also wir nehmen uns doch viel mehr als noch, als ich ein Teenager war, als Teil der Natur war, der massiv Einfluss nimmt, aber eben auch Teil des Ganzen ist. Also, da hat sich doch was gewandelt. Da hat sich was gewandelt, wenn man den letzten Jubiläumsbericht des Club of Rome nimmt von vor ein oder zwei Jahren. Dann stellt man allerdings fest, der Bericht hat ja drei Teile, einen kritischen und hinten einen positiven mit schönen Projekten und einen Mittelteil. Und in dem Mittelteil wird, ich sag's mal so trocken, einfach nur gerügt, dass wir eigentlich in der Gesellschaft und in der Kultur keine Philosophie haben, Philosophie jetzt in einem breiteren, nicht nur fachlichen Sinne, um hinreichend angemessen mit Natur umzugehen. Das ist die große Kritik des letzten Berichts, der da ist. Es ist eigentlich genau an dieser Frage einer Philosophie im Umgang mit Natur fehlt, bei allen Schritten, die wir da gemacht haben. Aber wie können wir das schaffen? Weil das Individuum muss es tun, das System muss ja dann auch das neue kreative Denken leben. Die Wirtschaft muss es leben, die Politik muss es leben. Das ist ein sehr zäher, langer Prozess. Denn das kann ja nicht von jetzt auf gleich gelingen, müsste es aber eigentlich. Ja, es wird aber auf keine Weise von jetzt auf gleich gelingen. Ich meine, auch das lehrt uns ja der Rückblick in die Geschichte. Also das, was man sozusagen an verordneten Maßnahmen gesetzt hat, das mag ja auf seine Weise wirken, aber schnell wirkt es auch nicht. Hm. Ja, also man kann auch sagen, naja, wir wollten unser Bildungssystem reformieren, das war PISA 2000, jetzt haben wir 2020. Ja, ist da irgendwas signifikant besser geworden in den Schulen? Also ist ein bisschen böse gefragt jetzt, ja. Hm. Der Zeitraum, den müssen wir uns offensichtlich auch geben. Umgekehrt hingegen, finde ich, gilt nochmal dieses alte Humboldt-Zitat, wenn wir uns mal nur tief in die Augen schauen und wir fangen wirklich mal bei uns selber und mit uns selber an. Also, wer hindert mich denn, mich selber zu verändern? Das kann gar keiner. Wenn ich versuche, Sie zu verändern, ja, dann können Sie mich hindern und Sie haben alles Recht dazu. Ja? Aber wenn ich sage, ich will mich ändern, dann bin ich der Einzige, der das verhindern kann. Und wenn mir wirklich klar ist, das ist jetzt an der Zeit und das braucht es, dann sieht man unschwer, dass auf diesem Wege einer Selbstwandlung die geringsten Widerstände sind. Also müssen wir alle logisch lebendiges Denken lernen, um die Probleme in den Griff zu kriegen. Das wäre ein gutes Schlusswort. Dann werden wir das versuchen. Ich hoffe, wir konnten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überzeugen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Sie wirken auf mich eigentlich sehr optimistisch. Also ich habe so den Eindruck, Sie glauben dran, dass wir das schaffen können. Ja, natürlich. Als Menschheit. Natürlich schaffen wir das.
Das ist schön zu hören. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Hermann Schwetzer. Der nächste Talk im Stadtpalais, meine Damen und Herren, aus unserer Reihe Mensch, Entwicklung, Zukunft, ist am Montag, 8. März, 18 Uhr wieder, Psyche 3.0, das neue Denken und Fühlen in exponierten Zeiten. Da wird Professor Dr. Thomas Druyen vom Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien bei uns sein. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie es spannend fanden, was wir heute besprochen haben, dann empfehlen Sie uns weiter. Ab morgen spätestens wird dieser Talk natürlich auch auf YouTube stehen. Sie können es dort anschauen, wann immer Sie wollen, so oft Sie wollen. Würde uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zwei weitere Folgen unserer Reihe sind dort auch schon zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 8. März um 18 Uhr dann hier wiedersehen. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, Sie haben recht mit Ihrem Optimismus. Alles Gute. Vielen Dank.